Hier in Golubitsch, inmitten einer Landschaft, die fern von den Städten liegt, leben Frauen und Kinder 11 Monate im Jahr ohne ihre Männer, die in der Fremde arbeiten. Die wirklich schwere Arbeit der Frauen fängt schon im Frühling an, beim Pflügen des Bodens. Sie fürchten den Regen und die Sonne, die die Ernte ihrer Felder bedrohen kann. Sie mähen das Korn mit einer Kraft, die man von Männern gewohnt ist. Sie sorgen ganz allein für ihre Kinder und die Alten. Weihnachten kommen die Männer nach Hause und das Leben der Familien erwacht. Schon einige Wochen vor dem Heimkommen der Männer fangen die Frauen an, das Essen für die Festtage vorzubereiten. Liliana und Susa, zwei der 6 Töchter der Bäuerin Mila, fahren zur Wassermühle, um Weizen mahlen zu lassen. Sono nei acque, madre. Dove? Caso strano. Sì, caso misture. Dove la copitture? Ci vuole stava, madre. Die Bezahlung erfolgt in Naturalien. Von 100 Kilo Mehl behält die Müllerin 8 Kilo. Die 70-jährige Ruscha lebt seit 10 Jahren mit ihrer Schwiegertochter und 2 Enkelkindern allein. Auch ihr Sohn arbeitet in der Fremde. In den Wintermonaten bis spät in den Sommer ist es hier sehr still. Aber nach der Ernte kommen die Frauen aus der ganzen Gegend. Die Kornsäcke liegen noch vor der Mühle, entlang der ganzen Brücke, warten der Reihe nach, gemahlen zu werden. Für Liliana und Susa ist es selbstverständlich, nicht nur für die eigene Familie, sondern auch für die Nachbarn Besorgungen zu machen. Der Kauf beschränkt sich nur auf Bier, Wein und Schnaps.
Denn Milch, Brot, Käse, Fleisch, Wurst und Schweineschmalz werden zu Hause gemacht. Im Hause der alten Kater, auf dem schattigen Speicherboden, wo Wurst und Schinken geräuchert und getrocknet werden, brennt immer das Feuer. Hier backt die Großmutter Kater das Brot Ispod Becke unter der Brotglocke. Maria! Da, Maria! Das ist doch nicht mehr. Was sagt der Tude? Er hat Spassen hier, ist Rest. Es ist ihre tägliche Arbeit, die sie so verrichtet, wie die Frauen dieser Gegend es seit Generationen machen. Aus fein gemahlenem Weizenmehl, Hefe, Salz und lauwarmem Wasser rührt sie mit Ausdauer einen weichen Teig. Maria, ihre Schwiegertochter, hat das erste Kind bekommen. Es ist zwar nur eine Tochter, sagt Maria, und Vaters Glück wäre größer, wenn zu Hause ein Sohn auf ihn warten würde, aber die erste Wiedersehensfreude wird schon groß sein. Auch du, Susa, schau nur zu, wie ich arbeite. Wollt ihr, junge Mädchen, genauso wie wir Alten arbeiten? Nein, ihr wollt es nicht schwer haben. Ihr geht in die Geschäfte und kauft alles fertig. So sieht eure ganze Arbeit aus. A opet naš kruh bolji ne kao i vaši novi što kuvaju mašine i rade sve. E, baba Kata, ko bi sve da nas stigu? E, treba se truditi, raditi, pomoć ljudima da i oni, njima bude lakše. Mene sad kosti kad dolaze, i ja ne bi volila ovi kruh peć sada pati se, koji vi mladi. Ali kad mi gosti dolaze, kaže, hoće li baba Kato bit, kaže, onoga kruha ispod peke mi volimo. A reko, hoće ja i se potrudit, pa ću vam ispeć pa neki imate. Vidiš kako to nije loše sve znati. Aber das selbstgemachte, mit den eigenen Händen geknetete Brot schmeckt besser als das Brot, das die Maschinen machen. Meine Gäste fragen immer nach dem Brot, das ich selbst unter der Brotglocke gebacken habe. Vidiš, moja sirka.
A još da je ovdje jednu lipu pitu skuvat, pa ispeć. Ili u tepsi ispeć meso. E, bar bi vola to jest. Pa slađe nek... Svejedno koji iz pekare. Lipše je nek iz pekare. Kad bi se ovdje ispeklo. Na ovoj žari. Vidiš, Suza? Kako ja radim. Pa i ti ako ćeš učit se, pa moraš i ti ovo radit. Baba. Ako bude dobar kruh, odmah i ti se uči. Šta je, sinu? A, evo baba pječe kruh, sinu. Daćete mi, baba, svašta. Evo, čekaj. Evo ga. Evo, evo. Evo, pječe se. Kata deckt den Teig mit der glühenden Eisenglocke zu. Soll bi dobro, Suza, šta računaš? Ja mislim da hoće. Ima, evo da će baba orasa, pite, svašta. Jabuka, evo. Evo ovdje ima baba. Daj. Ko će vani tebe nadao što ti hoćeš? Ja. Nach einer Stunde kühlt sich die Glocke ab. Das Brot ist fertig. Mila ist eine der Frauen im Dorf, die seit 15 Jahren mit ihren 6 Töchtern und 2 Enkelinnen ohne Mann lebt. Dass sie Mutter und Vater verkörpert, darüber denkt sie nie nach. Sie arbeitet im Stall oder im Feld, hilft den Kindern bei den Schulaufgaben, kocht, backt, schlachtet. Und dass ihre Kühe die beste Milch geben, macht sie genauso zufrieden wie die guten Zeugnisse ihrer Kinder. Aus frisch gemolkener Kuhmilch macht Mara Livans Gesir, Käse aus Livno, der aufgrund seines milden und doch so würzigen Geschmacks in ganz Jugoslawien bekannt ist. Sie wärmt die Milch bis zu 40 Grad auf. Sie setzt das Lab junger Kälbermägen zu. Dieser Extrakt und der Zusatz von Stärke und Milchzucker verursacht die Milchgerinnung. Die geronnene Milch wird durch die Käseformen passiert, dann 10 Stunden unter die Presse gestellt, wo sie ständig einem stärkeren Druck ausgesetzt wird. Stani!
Der Käse bleibt dann nach 3 Tagen im Salzwasser liegen, damit er in einem dunklen Raum wenigstens 4 Monate zum Trocknen gelagert werden kann. Einmal in der Woche, am Mittwoch, findet in Livno der Viehmarkt statt. Aus allen Nachbardörfern strömen die Menschen, um für die Fleischverpflegung zu sorgen. Der Handel findet schnell statt. Mit einem Handschlag, dem guten Glauben, dass das Gewicht stimmt, und sofortiger Bezahlung bekommt man das ausgesuchte Tier, das man dann selbst nach Hause bringt. Während die Alten kaufen und verkaufen, geht die Jugend durch die Stadt spazieren. Ein Markttag ist ein Treffpunkt der Jugend aus der ganzen Gegend. Beim Schlachten ist es die Aufgabe des Dorfsekretärs, des einzigen Mannes, der im Dorf lebt, das Messer in den Schweinehals zu stechen. Das Ausschlachten machen die Frauen allein. Ehe Mila mit der Arbeit anfängt, macht sie die Flasche Schnaps auf und prostet allen zu. Dann fängt man mit der Arbeit an. Mila ist zufrieden. Das Fleisch ist jung, wird weich sein, nicht zu fett und gut schmecken. Die Arbeit geht ihr leicht von der Hand. Und jeder, der vorbeigeht, bleibt eine Weile stehen, um zu helfen. Ja, ich will. Da ist doch gut, Bad. Da hat man sie. Ja, nein, das ist gut.
Treba sve skinuti to zgura, kako smo se mi naučili. Evo. Die Speckschwarten werden kleingeschnitten, aufgekocht, durchpassiert, zu Schweineschmalz verarbeitet. Ja, kako neću? Ni meni još veća. Neka ti je veća, šta ti ja, niješ ni uve. Das restliche Fleisch wird gesalzen und zum Trocknen und Räuchern ausgehängt. Domaća kobasa, die hausgemachte Wurst aus Schweine- und Rindfleisch zubereitet, mit durchpassiertem Knoblauch und Zwiebeln, fein gemahlenem Rotpaprika gewürzt, wird reichlich gesalzen und gepfeffert. Liliana und Susa helfen der Mutter, die Schweinsdärme zu reinigen. Sie werden durch zwei Stricknadeln durchgezogen. So werden die Därme so dünn, dass sie beim Essen nicht entfernt werden müssen. Mila probiert, ob das Fleisch genug gesalzen ist. Dobra je slana. Taman. Dobro. Ćemo još slušati. Ne znaju šta je meni to muka. Das übrig gebliebene Fleisch salzt sie in einer Holztruhe. Die Schenkel werden zu Perschut, einem besonders zarten, luftgetrockneten und geräucherten Schinken, verarbeitet. Rasch vergehen die letzten Tage der Trennung. Die Freude im Dorf wird immer intensiver. Maria hat schon alles für die Taufe ihrer Erstgeborenen vorbereitet. Mila wird am ersten Weihnachtstag das ganze Dorf bewirten. Nikolas Namenstag nachfeiern. Luza hat die Vorbereitungen für die Hochzeit ihrer jüngsten Tochter schon beendet. Alle Feste, die sonst während eines ganzen Jahres gefeiert werden, finden in dieser kurzen Zeit des gemeinsamen Lebens statt. Der Weg nach Hause ist lang und anstrengend, aber die Männer rasten nicht. Nikola und Tomisha, Marias Mann und sein Bruder, arbeiten wie alle Männer von Golubitsch seit Jahren in Koblenz. Auch die Reise in die Heimat macht man gemeinsam. Sich wieder einzuleben ist nicht schwer. Und bald, an den langen Winterabenden, erzählen sie ihren Frauen und Kindern über das Leben, Arbeit und die Menschen in der fremden Welt, als ob das zu einer fernliegenden Vergangenheit gehört.
In Lutzers Haus hilft Finka, das Essen für die Hochzeit der jüngsten Tochter vorzubereiten. Dobro jutro, dragi slušalci. Započinje emisija narodnih pjesama i plesova. Bosansku tropu, narodnu igru iz Bosne, svira na fruli Hamdija Salković u pratnji tamburaškog orkestra Radio Sarajeva. Der Blätterteigkuchen, eine alte bosnische Spezialität, ist sehr einfach zu machen, wenn man die Kunst seiner Zubereitung beherrscht. Finkas Hände können es am besten in der ganzen Gegend. Je dünner der Teig, desto knuspriger wird er. Das Geheimnis des Blätterteigs hängt nicht nur von Fingerfertigkeit ab, sondern von der Qualität des Mehls. Das Mehl muss besonders fein gemahlen sein und etwas länger gelagert. Der Krompirusche ist einfach mit geriebenen Rohkartoffeln gefüllt. Man kann den Teig mit Weichkäse, gesüßt oder gesalzen, mit Hackfleisch und klein gewürfelten Rohkartoffeln füllen. Finka füllt ihren Lieblingsblätterteig mit frischem Spinat und Weichkäse vermischt, leicht gesalzen und gepfeffert. Thank you.
Gemahlene Nüsse, Zucker, Rosinen, geriebene Orangenrinde vermischt sie zu einer Füllmasse. Den Trockenteig legt sie schichtweise in die Pfanne, bestreut mit der Nussfüllung. Den Trockenteig begießt sie reichlich mit Öl. Nach dem Backen wird der Kuchen mit einem heißen Zucker-Zitronensirup übergossen. So kann er 10 bis 15 Tage auf die Gäste warten. Jedes Haus, jeder Obstbaum, alles hier, wo ihre Frauen leben und ihre Kinder wachsen, erweckt das Gefühl, als ob sich seit Zeiten nichts verändert hat. Arestam! Ili tako da se ne arestam? Jeste, hvala baš. Gdje si ino? Velik na arestu. Kako si ino? Dobro. Da, častite nas, brate. Šta ste donili? Daj, kofere, 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 kofere. Pa njizi. Ajmo. Die Heimat, das ist das Gefühl, dort zu sein, wo sie ihre Frauen und Kinder umarmen können. Thank you.
Sretan Božić i porođenje isto. Aj, uzmite čašice unuke, malo stara, šta se stidi? Evo šlivanja, Am ersten Weihnachtstag laden Nikola und Mila das ganze Dorf zum Essen ein. Die ersten Freunde kommen schon mittags. Die nächsten folgen nachmittags und bleiben bis spät in die Nacht. Sie bewirten mit traditionellem Essen. Zuerst die Ochsensuppe, dann Sarma, Sauerkrautwickel, gebratenes Huhn, Spanferkel und Lamm. Sretno vam porođenje, Isusa. Živi. Mila heißt alle willkommen und wünscht frohe Weihnachten. Auch Nikola fordert seine Freunde auf, mehr zu trinken und zu essen. Der Dorfsekretär, der jetzt, nachdem die Männer heimgekommen sind, etwas weniger an Verantwortung tragen muss, freut sich auf das gute Essen. Die kalten Platten aus selbstgemachter Wurst und Käse, Obst und Süßigkeiten, werden nach den warmen Speisen herumgereicht. Oh,
Eine fremde Welt wird vergessen. Hier ist man zu Hause. Und das Leben in der Fremde ist wie ein Echo, das sie nie erreicht hat. Der Wein, die guten Speisen lassen vorübergehend vergessen, dass es bald einen Abschied auf lange Zeit gibt. Die Zeit dürfte jetzt nie vergehen.